Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute mit ja, 4 Büchern, die ich gelesen habe, nach wie vor keiner Serie, die ich irgendwie angefangen hätte oder gar ja, geschaut hätte. Und irgendwas ist jetzt gerade umgefallen. Und ja, nach wie vor war ich in der Hörbuchsucht, und ich habe ja davon auch im Hörgenuss des Monats berichtet, der am Donnerstag online gegangen ist. Und ja, da habe ich ja geschwärmt von Hagrids Hütte, ein Podcast, der mich jetzt, ja, ich glaube tatsächlich irgendwie 4, 5 Wochen begleitet hat, und ich deswegen auch irgendwie kaum Hörbuch gehört habe oder immer wieder zu diesem Podcast zurückkam, und der mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich mich jetzt darauf freue, wenn der weitergeht. Wenn ihr den Hörgenuss noch nicht gesehen habt, packe ich ihn unten in die Infobox. Ja, aktuell bin ich ein bisschen... ja, stürmisch lost. Ja, ich ertrage diese Orkanwellen aktuell sehr schwierig. Ich bin ein Mensch, der wenig Schlaf braucht. Aber den Schlaf, den ich brauche, den brauche ich auch. Und ja, das ist sehr schwierig, wenn es ja, 2, 3 Nächte hintereinander sehr stürmisch ist und man irgendwie nicht zur Ruhe kommt, immer wieder aufschreckt, das Gefühl hat, dass man mehr wach ist als schläft. Und ja, das ja, nimmt mich zurzeit ein bisschen mit, aber ja, auch das hört wieder auf. Und der Frühling naht schließlich, und wollen wir hoffen, dass er dann ja, auf der Buchmesse spätestens angekommen ist, die ja jetzt dann auch schon in ja, 1,5 Wochen losgeht, und ich freue mich da sehr drauf. Und ja, am Samstag ist ja das Bücherfreunde-Treffen um 13 Uhr. Ich packe es wie die letzten Wochen auch schon unten in die Infobox. Wer vielleicht sich auch kurzfristig entschließt, am Samstag auf die Messe zu kommen, der kann sich da gern mal ja, die Veranstaltung anschauen, und ja, es wird auf jeden Fall die Woche auch nochmal ein Video dazu geben. Aber ja, ansonsten ja, habe ich 4 Bücher gelesen, beziehungsweise eigentlich nur 2 wirklich gelesen, 2 andere im Grunde wieder abgebrochen. Also es war wieder eine sehr gemischte Woche. Ich glaube, ich habe auch langsam die Ursache gefunden. Dazu komme ich aber dann. Und ja, ihr findet alle Bücher und Informationen dazu unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Das sind auch die Links zu den Büchern und die Informationen, wenn ihr da irgendwas braucht. Und ja, ich denke, wir starten jetzt einfach. Und zwar, das erste Buch ist eine Biografie von Marina Abramović, Durch Mauern gehen. Und das Buch wurde mir letztes Jahr geschenkt, und ich war sehr überrascht und dachte schon, die Frau sagt hier so gefühlt gar nichts. War aber umso gespannter und dann auch faszinierter von ihrer Geschichte. Dann habe ich Manipuliert gelesen von Terry Terry. Das ist der 2. Teil ihrer Jugend-Apokalypsen-Geschichte. Und ja, da kann ich schon sagen, den habe ich abgebrochen. So wie auch das nächste Buch von Mara Wolf, 1000-mal schon, habe ich gehört. Ja, wunderschönes Cover, wunderschöner Buchschnitt, coole Idee, aber auch das wurde abgebrochen. Und dann am stürmischen Sonntag habe ich von Karine Lambert Das Haus ohne Männer gelesen. Das habe ich mir als Mängelexemplar, ich glaube, im Januar aus der Thalia mitgenommen. Ich hoffe jetzt, man spricht sie, nein, belgische Schriftstellerin. Okay, dann kann man es durchaus französisch aussprechen. Und ja, das habe ich am Sonntag ja, sozusagen dann an einem weggelesen. Ja, und wir starten aber natürlich chronologisch mit Durch Mauern gehen von Marina Abramović. Es ist eine Biografie von ihr selbst geschrieben, habe ich im letzten Jahr von einer Freundin geschenkt bekommen, die sehr angetan war von ja, der Biografie dieser ja, Künstlerin, wie sie ja, was sie ja ist. Ich kannte sie bewusst vorher gar nicht. So im Nachgang ist mir aufgefallen, okay, ich kenne ihr Stuhlsitzen in New York City, was glaube ich so um die 10 Jahre her ist. Ich weiß, dass ich das mal irgendwo mitbekommen habe, und ja, als ich das dann darin gelesen habe, dachte ich, ach, die war das. Es ist eine extreme Künstlerin und auch eine wirkliche Künstlerpersönlichkeit, und ja, ich war sehr gespannt, was diese Biografie für mich bereithält. Als erstes möchte ich tatsächlich sagen, dass ich es sehr schwierig finde, eine Biografie und somit ein Leben eines Menschen zu bewerten.
Also es ist eben einfach ihre Geschichte, es ist ihr Leben, es ist ja das, was sie uns erzählen möchte. Und da ist es natürlich ganz schwer zu sagen, oh, ich finde die Geschichte toll oder nicht. Natürlich kann man den Stil bewerten, wie jemand seine Geschichte erzählt, was er selbst vielleicht für so spannend findet, um mehr darüber zu erzählen oder auch was man weglässt. Aber alles in allem finde ich es immer schwierig, bei Biografien das Leben zu bewerten. Dennoch kann ich hier sagen, dass das eine Biografie war, die mich auf jeden Fall nachhaltig bewegt hat, begeistert hat und ja tatsächlich auch sehr viele ja, Gedanken gebracht hat, die mich ja nach wie vor auch begleiten. Also für mich Biografien technisch und auch was die Persönlichkeit von Marina Abramović angeht, also ein wirkliches Highlight und ja, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, wir lernen Marina Abramović kennen, 1946 geboren in Belgrad. Und ja, ist tatsächlich eine Künstlerpersönlichkeit. Sie selbst gilt als eine große zeitgenössische Künstlerin und das ist sie schon seit über Jahrzehnten. Und sie geht weit über ihre Grenzen und auch über die Grenzen aller anderen und ja, zeigt eben, ja, wie diese Grenzen aussehen und wie weit man dann tatsächlich gehen kann. Und ja, sie geht eben auch über ihre eigenen hinaus. Wir haben hier eine Biografie bzw. eine Autobiografie, da sie ja von ihr selbst auch geschrieben ist und sie erzählt uns ganz viele Stationen ihres Lebens. Nicht nur, ja, was das Künstlerische angeht, sondern auch was das Spirituelle angeht und das fand ich tatsächlich super spannend. Also, dass sie hier zu Schamanen geht, dass sie ja auch nach Indien geht, dass sie also alles Mögliche auch an Spiritualität im Leben irgendwie mitnimmt und sie sich das ja auch nimmt, um daran zu reifen, um erwachsen zu werden, um als Künstler wieder neuen Input zu haben. Das finde ich, hat ja, Marina Abramović wirklich richtig, richtig, richtig toll rübergebracht. Wir erfahren hier sehr viele Stationen ihres Künstlerlebens. Sie erzählt uns aus sehr vielen Projekten, die sie gemacht hat und erzählt so ein bisschen die Hintergründe und auch, wie sie sich dabei fühlte, was da vielleicht auch im Nachgang ja dann für Presse dazu gab, für Stimmen dazu gab und wie sie damit dann eben auch umgegangen ist. Ich fand den Stil der Biografie sehr intensiv. Also Abramović nimmt uns hier wirklich mit, reißt uns mit, zieht uns in ihre Geschichte hinein. Es ist vom Stil sehr knapp und kurz, sehr, sehr klar geschrieben. Also man hat das Gefühl, dass sie wirklich sehr reflektiert mit sich und ihrem Leben und auch ihrer Persönlichkeit umgeht. Es macht es dadurch sehr einfach zu lesen. Man kommt unglaublich schnell in ihrem Leben sozusagen voran. Die Intensität verliert sich aber nicht. Also das ist wirklich sehr faszinierend gewesen zu beobachten, wie es jemand mit wenigen Worten, mit wenig Emotion, aber trotzdem mit intensiven Erlebnissen schafft, einen so in den Bann zu ziehen. Sie selbst nimmt sich dabei überhaupt nicht wichtig, das fand ich auch super spannend zu lesen, sondern sie stellt immer die Kunst in den Vordergrund. Und das war etwas, was man bei ganz vielen ihren Projekten gespürt hat, was man auch so zwischen den Zeilen wahrnimmt und was ich wirklich toll fand, weil das sehr, sehr selten gefühlt, gerade bei Künstlern ja der Fall ist. Sie erzählt zudem sehr leidenschaftlich ja, von den beruflichen, als zum Teil auch von den privaten Dingen. Und mit Leidenschaft ist trotzdem wieder dieses kurze, knappe gemeint, aber eben doch sehr, dass es einen mitnimmt und dass sie eben auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch ist. Und wir haben hier auch einiges an Bildern in der Geschichte und die fand ich tatsächlich auch sehr fesselnd und ja, aufregend, anregend, da eben einen Blick in ihr Leben zu bekommen. Und wenn man da eben auf Bilder dazwischen gestoßen ist, sowohl farbig zu ihren Performance-Sachen und Ähnlichem, also das fand ich wirklich spannend. Eine Biografie, von der ich mir gefühlt kaum bis nichts erwartet habe, weil mir die Frau eben auch gar nichts so gefühlt gesagt hat. Dann aber immer wieder sind Dinge aufgetaucht in ihrer Künstlerkarriere, wo ich dachte, ach, davon hast du schon mal gehört, ach, und das war die. Und man hat hier wirklich eine sehr extreme Person. Und das meine ich tatsächlich ganz positiv. Also es ist Wahnsinn, was sie uns erzählt, wie sie es uns erzählt, wie sie Dinge sieht, wie sie die Welt und Menschen auch wahrnimmt, wie sie Spiritualität wahrnimmt. Das macht Marina Abramović für mich, Abramović für mich wirklich zu einer ganz besonderen Frau, zu einer beeindruckenden Künstlerin und wirklich zu einem Menschen, wo ich ja,
mich jetzt sehr glücklich schätzen darf, dass ich Ihre Biografie gelesen habe. Ich wäre wohl von allein tatsächlich gar nicht auf diese Biografie irgendwie gekommen, einfach weil mir auch Abramowitsch nichts so gefühlt einfach gesagt hat. Und umso dankbarer bin ich für das Geschenk, für den Buchtipp und für diese Empfehlung und kann es wirklich jedem getrost empfehlen, der gerne Biografie mag, der gerne in so eine Künstlerseele hineinschauen möchte und der sich vielleicht auch schon mit der Kunst von Abramowitsch beschäftigt hat und ja, großartige Biografie, toll erzählt und wirklich ein Stil, den ich sehr einmalig gelungen finde und für mich wirklich ein Highlight in dieser Woche und auch in diesem Monat. Vielleicht tatsächlich dann auch in diesem Jahr. Ja, parallel habe ich dann schon mit Manipuliert begonnen von Terry Terry. Habe es nach etwas mehr als einem Drittel, so knapp 180 Seiten, aber abgebrochen. Das ist der zweite Teil der Jugendbuch-Apokalypse. Den ersten Teil hatten wir im Leseklub im Januar gelesen. Das war Infiziert. Und für mich war der erste Teil ja wirklich ein überraschendes Jugendbuch-Highlight, was ich super spannend fand, toll erzählt fand. Ich mochte die schnellen Perspektivwechsel. Ich mochte auch die eigentlichen Perspektiven. Ich mochte diesen Blick auf die Welt durch jugendliche Augen. Das fand ich richtig, richtig toll. Und eben auch die Idee, was, ja, wie dieser Virus sich ausgebreitet hat und ja, wie so die Weiterführung davon war. In Zeiten des Coronavirus muss man natürlich sagen, ist gefühlt so eine Apokalypse, so eine Geschichte mehr, als man sich vielleicht wünscht. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich die Realität nichts mit der Fiktion zu tun oder umgekehrt oder vielleicht doch, man weiß es ja nicht. Ja, der zweite Band ging im Grunde nahtlos an der Geschichte vom ersten Teil weiter. Wir haben bekannte Charaktere, treffen auch die Nebencharaktere, die man aus Band 1 so ein bisschen kennt. Es kommen neue Charaktere hinzu, besonders an Orten, wo sich dann unsere Protagonisten im Grunde aufhalten. Dabei ist es egal, ob wir so von Stadt zu Stadt unterwegs sind oder in Instituten sind oder ja, Ärzte irgendwie eine Rolle spielen. Da kommen einige neue dazu und ja, wir beschäftigen uns tatsächlich in diesem Band ein bisschen weniger mit dem eigentlichen Virus, mit dieser Krankheit, sondern eher mit den Charakteren. Und das ist auch ja, das große Problem gewesen, was ich mit der Fortsetzung hatte. Also ich fand den ersten Band richtig toll und richtig klasse. Und ich wollte halt direkt auch dranbleiben, hatte mir gefühlt auch direkt jetzt Anfang Februar, ja, dann auch den zweiten Band als E-Book geholt und wollte im Grunde einfach weiterlesen, weil ich dachte, wenn das jetzt zu lange, zu viel Zeit dazwischen liegt, dann liest du es am Ende nicht mehr und dachte jetzt, ja, ich greife da jetzt einfach zu. Leider hat mir aber die Entwicklung, die der Stil genommen hat und auch die Geschichte genommen hat, nicht wirklich gefallen. Die Kapitel waren zwar weiterhin kurz und knackig gehalten, machten aber für mich viel, viel weniger Sinn, weil mit diesen Kapiteln nicht der Perspektivwechsel gekommen ist, sondern wir sehr oft, sehr lange in einer Perspektive verweilt sind und es für mich dann da gar keinen Sinn gemacht hat, dass man einen Perspektivwechsel macht, beziehungsweise also kurze, knappe Kapitel, die haben eher den Lesefluss hier unterbrochen. Zudem beschäftigte sich jetzt der zweite Band viel mehr mit den einzelnen Personen, mit den Charakteren und viel, viel weniger mit dem großen Ganzen. Und das mochte ich persönlich auch schon bei The Walking Dead zum Beispiel nicht, dass man irgendwann aufgehört hat, danach zu suchen, was die Ursache ist, wie das sein kann und so weiter, nach einer Lösung zu finden, nach einer Lösung zu suchen oder wie auch immer und sich alles nur noch um die Menschen gedreht hat und um die Grüppchen und dann die Menschen sich am Ende gegenseitig irgendwie, ja, das hat mich ja bei The Walking Dead dann irgendwann aufgeregt. Und man ist eben einfach als Mensch und als Gruppe keine Insel. Und das fand ich ja auch hier leider nicht sehr schön an Entwicklung, die ich mir gewünscht hätte. Sprachlich war es trotzdem okay, aber um einiges unspannender als noch Band 1. Und es fühlte sich auch manchmal so an, als würde die Geschichte so dahin plätschern und dass man viel sagen wollte, aber wenig gesagt hat. Und dass man gefühlt auch auf 180 Seiten kaum vorwärts in der Geschichte gekommen ist. Band 3 werde ich dementsprechend nicht lesen und vielleicht lasse ich mich mal irgendwie so ein bisschen spoilern, wie die Geschichte endet, wie sich das auflöst.
kann man da ja einfach mal mit Rezensionen irgendwo nachlesen. Da erzählen ja doch manche sehr gerne, was so passiert. Und ja, mal sehen. Leider der zweite Teil eher ein Flop, während der erste ja wirklich ein kleines Jugendbuch-Highlight war. Aber ja, ich weiß auch, dass es oft bei den mittleren Teilen von Reihen der Fall ist. Aber ja, ich bin keiner, der Bücher aus Prinzip zu Ende lesen muss. Ich breche durchaus auch gerne mal Bücher ab, einfach um mir die Lesezeit so zu nutzen, dass sie mich eben einfach erfreut und Spaß macht. Das nächste Buch ist dann tausendmal schon und ich habe es dann in der Woche wieder mit einem Hörbuch probiert von Mara Wolf. Ein Buch, das mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, über das ich sehr oft sowohl im Buchhandel wie auch auf BookTube, wie auf Bookstagram, wie überall gefühlt irgendwie, hat es mich dann angezogen. Es hat ein wunderschönes Cover, es hat einen tollen Buchschnitt und ich hatte in die Hörprobe gehört, weil ich so vom Gefühl dachte, vielleicht ist dieses Buch eher etwas zum Anhören und ich mochte auch die Stimme von Jodie Arleborn sehr gut. Die hat mir gut gefallen und deswegen habe ich mir dann eben auch das Hörbuch geholt. Das Buchcover ist, wie gesagt, wunderschön, zwar kitschig, aber ja, die Hörzeit sind so knapp 13 Stunden und ich habe circa 30% gehört, was so in etwa 150 Seiten sind, wenn man das so ein bisschen rumrechnet. Man weiß ja, wie dick das echte Buch dann sozusagen ist. Wir treffen in der Geschichte auf die 18-jährige Sascha. Sie hat sich vorgenommen, in diesem Leben von ihrer Bestimmung abzuweichen, diese nicht anzunehmen. Denn sie möchte ihre Seelenmagie nicht öffnen und die Menschen um sich herum nicht gefährden oder gar in Schwierigkeiten bringen. Als Seelenmagierin hat sie besondere Gaben und das Schicksal spielt in den Leben all dieser Seelenbegabten auch eine sehr, sehr große Rolle. Sie ist auf der Atlantikinsel Alderney und da taucht auf einmal ein junger Mann auf, Cedric de Grey, ein wunderschöner Name, wie ich finde. Und als der auftaucht, passieren so ein paar Dinge in ihrem Leben und es bringt ein paar Gegebenheiten auch aus ihren früheren Leben so ein bisschen ins Rollen. Denn Cedric ist ein Verfluchter und er lebt zusammen mit seinem Bruder und dessen Verlobten und um seinen Fluch aufzuheben, muss er eigentlich etwas tun, was er nicht so richtig um jeden Preis möchte und was eben auch mit Sascha zu tun hat. Die Idee der Seelenmagierinnen, Verfluchten, Wanderer und Seelenjäger fand ich tatsächlich toll und sehr innovativ. Das hat mich wirklich auch am Klappentext angesprochen in der Leseprobe und ich fand, das klang wirklich mal wieder nach was anderem, nach was Speziellem, nach einem erwachseneren Jugendbuch, was sich eben meiner Idee zuwendet, die man nicht in jeder 0815-Geschichte lesen kann. Sprachlich war es leider sehr einfach. Es war sehr platt, es war sehr oberflächlich, es war leider sehr jugendlich und der Tiefgang hat vollkommen gefehlt. Also nicht nur was die Charakterausarbeitung betrifft, auch was Ortsbeschreibungen betrifft, was die verschiedenen Leben betrifft. Es war leider sehr, sehr an der Oberfläche gekratzt. Auch war ich tatsächlich immer wieder verwundert, wie platt man Charaktere handeln lassen kann. Und ja, jetzt kann man sagen, man hat hier jugendliche Charaktere. Die handeln natürlich anders, als man das vielleicht mit Mitte 20, 30 oder wie auch immer tun würde. Aber ich fand es manchmal sehr unüberlegt. Und auch, dass diese Figuren ja alle was mit einer Seelenmagierin oder Magie zu tun haben und verschiedenste Leben irgendwie schon hinter sich haben, Und viele Jahrhunderte alt sind, dementsprechend hat sich für mich das immer nicht ganz so richtig angefühlt, wenn sie so naiv, trotzig, 16-jährig irgendwie gehandelt haben. Das fand ich tatsächlich ein bisschen sehr, sehr schade, dass man daraus nicht mehr gemacht hat. Neben diesen sprachlichen Schwierigkeiten, die ich mit der Geschichte hatte, war es auch recht schnell sehr, sehr vorhersehbar. Und es war auch kein so richtiger Spannungsbogen vorhanden, sodass diese Geschichte irgendwie immer so ein bisschen vor sich hin plätscherte und man auch nach 30% nicht das Gefühl hatte, oh, was Überraschendes wird da jetzt nicht kommen. Auch wenn es anfangs sehr innovativ und andersartig wirkte, hatte ich dann gar nicht mehr das Gefühl, dass es sehr innovativ ist, denn es ist halt sehr schnell in diese klassische Jugendbuchrichtung gegangen, die aber halt andersartig erzählt wurde, einen andersartigen Aufhänger hatte, aber
einfach doch 0815 war. Und ich hatte mir da einfach was anderes gewünscht. Ich hatte mir mehr erhofft und finde es tatsächlich sehr, sehr schade, dass dieses Buch ja für mich nichts war. Aber ja, finde ich wirklich sehr schade. Hat mich auch so ein bisschen traurig gemacht. Es war auch mein erstes Buch von Mara Wolf, von der man ja doch eigentlich relativ viel Gutes hört. Und ich fand eben auch gerade so dieses Seelenthema super spannend und interessant. Aber ja, es konnte mich leider nicht überzeugen. Und ja, wie vorher schon gesagt, ja, bin ich niemand, der Bücher einfach beenden müsste, sondern ja, ich nehme mir das eben auch raus, dann einfach Bücher zu beenden. Und ja, es kann natürlich bei beiden Büchern sein, dass die genau 20 Seiten nach meinem Abbruch spannend und toll und großartig wurden. Das kann sein, aber eben leider nicht für mich. Am Sonntag war es dann ja schon sehr stürmisch bei uns und ich hatte einen sehr entspannten Sonntag. Ich hatte keine Lust groß rauszugehen oder ja, wollte auch einfach mal einen entspannten Tag machen und habe dann zu einem Büchlein gegriffen, was ich mir im Januar als Mängelexemplar geholt habe, und zwar Das Haus ohne Männer von Karine Lambert. Ich spreche sie jetzt einfach mal so aus in der Hoffnung, dass sie sich selbst vielleicht auch französisch aussprechen wird, denn wir sind hier auch in Frankreich unterwegs und ja, das ist das zweite Buch der Autorin, das ich lese. Das erste Buch war auch ihr Debütroman und jetzt Lass uns tanzen, und das habe ich in sehr, sehr positiver Erinnerung, und das hat mir damals ja, sehr gut gefallen und hat eben auch etwas Positives in mir ja, im Grunde an Erinnerung dagelassen, sodass ich, als ich das als Mängelexemplar entdeckt habe, es dann auch einfach mitgenommen habe. Ja, wir sind hier in Paris, in Frankreich, wir haben ein verwunschenes Haus. Und in diesem Haus gibt es eine Regel: keine Männer. Es ist die Casa Celestina und in dieser ja, wohnt eine ehemalige Ballerina, die sich nicht so richtig damit abfinden kann, dass sie jetzt alt ist, zerbrechlich ist und der Körper nicht mehr so will wie sie selbst. Und sie, ihr selbst gehört dieses Haus und ja, es zieht eine Bekannte, eine Mitbewohnerin für einige Zeit nach Indien und wir erleben den Abschied am Flughafen und auch recht schnell ist Ersatz gefunden, denn Juliette zieht in das Haus ein mit der Regel, dass es eben keine Männer gibt. Es gibt auch verschiedenste Gründe bei allen Mitbewohnerinnen, warum das der Fall ist. Und ja, Juliette ist aber eine sehr lebensfrohe und lebensbejahende Frau und sie ist ja, mit dieser engstirnigen Einstellung der anderen Frauen, mit der geht sie, mit den Frauen ist sie nicht so richtig konform und ja, hat da so auch ein bisschen ihre Probleme, obwohl sie natürlich weiß, worauf sie sich eingelassen hat, als sie in dieses Haus eingezogen ist. Zu Beginn der Geschichte lernen wir die unterschiedlichen Frauen kennen, sehr bildhaft, sehr tiefgründig. Man hat sehr schnell wirklich ein Gefühl für die Frauen, für die Unterschiede, was sie ja so mit dieser Zeit eben auch einfach gebracht haben, warum sie so sind, wie sie sind. Viele leben auch einfach da zusammen, dass sie Schnauze voll haben von Männern, die ganz bewusst sagen, okay, ich mag keine Männer mehr, ich mag aber trotzdem so eine Art Wohngemeinschaft und leben eben auch einfach hier zusammen. Man kann das bei einigen der Charaktere sehr, sehr gut nachvollziehen, aber auch durchaus den Bruch, ja, den die neue Mieterin so ein bisschen ins Haus mitbringt. Sprachlich hat mir das Buch sehr gut gefallen. Es ist so ein französischer Flair und es gibt eben ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Lebensgeschichten und ich fand die tatsächlich sehr bildhaft und sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also man hatte den Eindruck, man wohnt vielleicht selbst irgendwie hier mit oder in der Nachbarschaft und man kennt diese Frauen und das hat mir anfangs im ersten Drittel wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann kam leider so ein bisschen das schwache mittlere Drittel, was ich so ein bisschen mau fand, aber auch dachte, naja, jetzt wird dann schon mal was passieren. Und da das Buch ja auch gar nicht dick ist, sprechen wir hier vielleicht von 50, 60 Seiten, die ein bisschen öder waren, aber ja deswegen nicht sprachlich irgendwie langweilig oder schlecht. Und dementsprechend bin ich eben auch einfach dran geblieben, um dann eben wirklich ein wunderbares letztes Drittel zu erleben. Und der Geschichte fehlt es grundsätzlich so ein bisschen an roten Faden. Also man hat so das Gefühl, wohin will die Autorin eigentlich? Und man erinnert sich dann an ihr erstes Buch und so ein bisschen, oh, und jetzt lass uns tanzen. Das Gefühl könnte man durchaus bekommen, dass das die Autorin auch für dieses Buch im Kopf hatte. Und ich persönlich hätte mir ein wenig mehr Humor gewünscht. Ich hätte mir vom Titel und vom Klappentext so ein bisschen mehr Humor erwartet und auch
an mancher Stelle ein bisschen mehr Tiefgründigkeit. Also trotz, dass die Charaktere toll ausgearbeitet sind und sehr lebendig, bildhaft sind, fehlt ihrem Handeln manchmal so ein bisschen die Tiefgründigkeit, die Erklärbarkeit. Und ja, dennoch war es eine schöne Geschichte, die mich an diesem Sonntag wunderbar unterhalten hat, die mich so durch den Sonntag begleitet hat und ja, mir einfach Freude gemacht hat. Jetzt kein absolutes Highlight, einfach ein Buch, was gut war, was schön war und mir gefallen hat. Und ich finde, solche Bücher muss es eben einfach auch geben, die einen einfach Spaß bringen und ja, einen schönen Nachmittag und ein schönes Gefühl in einem hinterlassen. Und so ist das mit Das Haus ohne Männer, was ich wirklich schon empfehlen kann, aber eben auch sagen würde, man sollte vielleicht nicht zu viel erwarten und ja, als Mängelexemplar oder vielleicht auch als gebrauchtes Buch man da nichts mit falsch machen kann und es eben durchaus sich zum Beispiel auch als Geschenk, glaube ich, eignet. Und ja, wer wünscht sich manchmal nicht ein Haus ohne Männer? Nein, auf gar keinen Fall müsste ich ja meinen Rambo aussperren. Das geht natürlich nicht. Aber ja, ein schönes Buch und hat mir gefallen und ja, freue ich mich, dass ich es gelesen habe. Und ja, das waren sie jetzt auch schon, die vier Bücher der Woche. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass ich glaube zu wissen, woran es gerade liegt, dass so manches Buch bei mir ein bisschen ein Flop ist. Und wenn ich mir den Februar ansehe, sind doch ein paar abgebrochene Flop-Bücher dabei und gefühlt sind das alles Jugendbücher. Und ich habe so die Vermutung, ja, dass ich gerade irgendwie vielleicht nicht in Jugendbuch-Stimmung bin. Dementsprechend werde ich jetzt einfach mal die nächste Zeit nicht zu Jugendbüchern greifen, sondern gezielt einfach zu anderen Genres und mich dann vor allem auch jetzt... ja, nach dem Video sozusagen an die Hexersaga wieder machen, denn die schwirrt mir tatsächlich auch sehr im Kopf rum. Und ich glaube, dass die gefühlt erstmal so ein bisschen abgeschlossen sein muss, damit man sich dann vielleicht wieder etwas Neuem öffnen kann. Und ja, da ist ja auch der dritte Band der regulären Reihe jetzt schon bei mir eingezogen und ja, die Woche ist noch frisch, jetzt wo ich die Bücherwoche drehe und ich denke, dass das für mich ein Buch sein wird, was mich wieder begeistern kann. Und ja, ich glaube einfach, dass es irgendwie daran liegt, dass mir gerade nicht nach Jugendbuch ist, dass ich deswegen auch irgendwie ja, da nicht so richtig reinkomme, nicht zurechtkomme. Das Blöde ist natürlich, dass auf meinem Sub einiges an Jugendbüchern liegt, aber vielleicht hilft es, wenn man einfach mal, ja, jetzt so in der Fastenzeit ab Aschermittwoch vielleicht einfach mal auf Jugendbücher verzichtet und einfach mal 3-4 Wochen ganz andere Dinge liest und dann hat man vielleicht auch wieder Lust auf diese Genre. Und ja, ansonsten ist jetzt so ein bisschen geplant, ja, die Planungen für die Leipziger Buchmesse zu machen, Termine auszumachen. Ich möchte ein paar Self-Publisher ja, zum ersten Mal kennenlernen, andere wiedersehen, natürlich auch Booktuber treffen, Freunde treffen und ja, da einfach eine schöne Zeit haben. Die Abendessen sind sozusagen schon geplant und auf die freue ich mich auch sehr. Und ja, überhaupt auch auf Leipzig und die Messe und das Feeling und das Hotel. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, tatsächlich gar nichts groß weiter zu erzählen. Keine Serie, kein weiteres Hörbuch, Podcast. War in dieser Woche noch, in dieser Bücherwoche noch Hagrids Hütte. Ihr findet den Buchgenuss, nein, den Hörgenuss unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was war so ein bisschen euer Highlight im Februar? Wir sind ja jetzt auch am Ende des Monats angekommen. Lasst mich das gerne wissen. Welchen Buchtipp, Serientipp habt ihr vielleicht? Und ja, mich würde auch interessieren, ob euch das mit gewissen Genres auch manchmal so geht, dass ihr sagt, eigentlich ist das ein Genre, was ihr mögt. Habt vielleicht auch auf einige Bücher auf dem Sub, aber irgendwie zieht es euch da gerade gar nicht hin oder ihr merkt, dass ihr dem Buch gar nicht so, ja, die Leselust geben können, die es eigentlich verdient hätte. Würde mich sehr, sehr interessieren. Lasst uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Freue ich mich drauf und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.